Ja, liebe Leute, da sind wir wieder. Singing Podcast Folge 5. Beim nächsten Mal wieder in Englisch tatsächlich. Es gab tatsächlich 3 Beschwerden, dass ich das jetzt auf Deutsch mache. Das fand ich sehr überraschend. Insgesamt hatten wir ja, das hatte ich ja gesagt, oder haben wir knapp 30 oder 40 Leute, die das überhaupt gucken. Und dann schon 3 Beschwerden, dass man es gerne wieder auf Englisch hätte. Ja, okay, werde ich machen. Heute nicht. Und das hat seinen Grund. Zum einen ist das heute kein Singing Tuesday, sondern eher ein Playback Tuesday. Meine Stimme ist nicht so fit heute. Deshalb kann ich leider nicht live singen. Das ist aber auch nicht so schlimm, weil ich heute mal was anderes machen will. Und zwar hat es damit zu tun, dass morgen am Mittwoch, den 21.12., der größte deutsche Chansonnier und Liedermacher aller Zeiten, Reinhard May, seinen 80. Geburtstag feiert. Und Reinhard May ist einer der wichtigsten Begleiter meines ganzen Lebens. Das hat schon angefangen in der Kindheit, als meine Eltern Reinhard May gehört haben. Und irgendwann mit 16, 17 habe ich dann angefangen, Reinhard May zu hören. Und seitdem begleitet er mich. Und Reinhard May ist ein unglaublich großartiger Texter, dessen Lieder und Texte mich berührt haben, begleitet haben, die mir geholfen haben, mich nachdenklich gemacht haben und ja, wie gesagt, mein ganzes Leben an meiner Seite gewesen sind. Ich verbinde mit Reinhard May unheimlich viel, auch viele besondere Konzerterlebnisse, tolle Erlebnisse. Ein Beispiel: Alles geht Tour 1992, Essen-Grugerhalle. Ich hatte, glaube ich, die schlechtesten Karten, die man haben kann. Ich war jung, hatte kein Geld natürlich und ganz weit oben am Arsch der Welt, wie man so schön sagt, Reinhard May nur mit einem Fernglas unten zu erkennen. Und in der Pause, die Konzerte von Reinhard May haben ja immer Pausen, er spielt immer 2 Teile, sind wir dann mit mehreren Jugendlichen runter. Und haben uns unten in der Halle vor die erste Reihe auf den Boden gesetzt. Da war ziemlich viel Platz, also wir saßen jetzt nicht direkt den hinter uns Sitzenden in der ersten Reihe auf dem Schoß, also da war schon gut Platz. Natürlich trotzdem sofort Proteste. Die älteren Herrschaften, die da saßen, sofort riesige Aufregung, das geht gar nicht, wir haben hier viel Geld bezahlt, macht, dass ihr da wegkommt. Die Ordner geholt und Riesenaufstand. Und dann kam Reinhard May persönlich und hat gesagt, nein, er möchte bitte, dass wir da sitzen bleiben, weil ihn das an seine Studentenzeit erinnert und ihn das unglaublich freut, dass wir da sitzen und es würde ihm persönlich sehr viel bedeuten, dass wir da sitzen bleiben. Und da war das Thema durch und die zweite Hälfte saßen wir dann da in der 0. Reihe sozusagen. Das fand ich eine ganz großartige Geschichte und das ist nur eine von vielen Geschichten, die ich mit Reinhard May verbinde. Langer Rede, gar keinen Sinn. Ich habe, angeregt durch diesen 80. Geburtstag, Wahnsinn, 80, also da merkt man auch mal wieder, wie die Zeit vergeht. Dazu empfehle ich meinen Song When All Is Said and Done. Habe ich eine Coverversion aufgenommen, die auf meinem nächsten Album, an dem ich bereits arbeite, schon wieder. Das Album hat den Arbeitstitel Heroes und wird irgendwann Ende nächsten Jahres erscheinen. Dafür habe ich eine Coverversion von Reinhard May aufgenommen. Und zwar von einem Song, von dem Reinhard May sagt, es sei der erste Song, den er je geschrieben hat. Irgendwann 63, 64 hat er ihn wohl geschrieben. Ist damit auch auf der Burg Waldeck aufgetreten. Und 1967 wurde es dann der Titelsong seines ersten Albums. Das sah so aus. Habe ich natürlich in mehreren Fassungen, auch auf CD und
Muss man haben natürlich. Und ich wollte wie Orpheus singen, heißt das Lied. Und das habe ich gecovert. Und natürlich, das habe ich ja schon mal erklärt, mache ich mir das wieder so parat, dass es zu mir passt. Also es klingt nicht wirklich mehr nach Reinhard May, glaube ich. Aber ich hoffe, dass er trotzdem damit was anfangen kann. Wir hören jetzt die Aufnahme Stand heute. Die ist noch nicht 100% fertig. Da fehlt zum Beispiel das echte Schlagzeug noch. Der Hugo spielt immer die Drums, wenn alles andere eigentlich schon so gut wie fertig ist. Also wir hören jetzt hier einen Drumcomputer. Aber so meine Parts sind eigentlich schon soweit fertig. Wie gesagt, das ist jetzt hier Playback natürlich. Ich singe und spiele da jetzt hier nichts live. Das kommt vom Band. Also jetzt bitte der Tontechniker mal das Band abfahren. Und der Tontechniker bin auch ich. Deshalb muss ich mal kurz rüber und das Band abfahren. Und dann geht's los. Ich wollte wie Orpheus singen von Reinhard May zum 80. Ich wollte wie Orpheus singen, dem es eins gelang. Selbst zum Weinen zu bringen durch seinen Gesang. Wilde Tiere scharten sich friedlich um ihn her, wenn er über die Seiten strich, schrie der Wind und das Meer. Meine Lieder, die klingen nach Wein und meine Stimme nach Rauch. Mag mein Name nicht Orpheus sein, mein Name gefällt mir auch. Meine Lyra, die trag ich hin, bring sie ins Pfandleihhaus. Wenn ich wieder bei Kasse bin, löse ich sie wieder aus. Meine Lieder, die sing ich dir von Liebe und von Ewigkeit. Und zum Dank teilst du mit mir meine Mittelmäßigkeit. Kein Fels ist zu mir gekommen, mich zu hören kein mehr. Aber ich habe dich gewonnen und was will ich noch mehr? Ich habe dich gewonnen und was will ich noch mehr?